Ja, hallo Roman. Hallo René. Ich habe eine Frage an dich, gleich mal vorweg. Warum haben wir keinen offiziellen Kontakt zu fremden Spezies? Ja, offiziell. Es ist ja so, das muss man so oft wie mit kleinen Kindern vergleichen, die man aufzieht, ja. Man muss selbst oft lernen, gewisse Verantwortungen in sich zu integrieren, ja. Würden wir jetzt einen totalen Kontakt bekommen und uns erwarten, dass uns jetzt alles abnehmen, unsere Kriege, unsere Gesundheitsprobleme und so weiter und so fort, ja. Was hätten wir wirklich davon? Sicher, es gäbe weniger Leid vielleicht, aber haben wir dann auch wirklich etwas aus uns selbst heraus gelernt? Das ist so die Frage, ja. Kontakte gibt es ja trotz alledem und es ist auch nicht so, dass sie uns nicht gar nicht helfen. Es gibt so gewisse Einzelkontakte bei Menschen, die was ein bisschen aufgebaut werden, um dann als Mensch selbst aus den Innen heraus die Probleme zu bewältigen. Ja? Da sind sie sehr wohl da. Aber so einen offenen Kontakt, den kriegen wir erst, wenn wir uns selbst beweisen. Die Erde ist nicht umsonst in einem großen Quarantänefeld eingehüllt worden, dass wir nicht auf den Kosmos losgelassen werden. Weil was machen wir gerade mit den ganzen Ländern, ja? Weiß nicht, ob das so klar und deutlich ist, was ich so ungefähr erkläre. Du meinst, wir sollten vorher unsere Probleme in den Griff kriegen, die Kriege beenden und dann wird eventuell dieses Quarantänefeld aufgehoben. Auf alle Fälle, klar. Ja, sicher, natürlich schmeckt es sicher den größten UFO-hörigen Menschen, wie zum Beispiel die, was so wie den Asta Sheldon da und so, die diese Channeling-Botschaften hören, wie, ja, die Kabalen, es gibt auch diese Channeling-Botschaften von der Galaktischen Föderation des Lichts, was man so im Internet findet. Und man hört immer wieder, schon seit 10 Jahren, ja, die Kabalen, die werden schon im Untergrund vernichtet und aufgelöst. Diese Botschaften ändern sich nie. Das ist auch ganz schön gefährlich auf die eigene Tat und Vernunft zu verzichten, ja. Weil solche Channeling-Botschaften verhindern, dass der Mensch aus sich selbst heraus das Übel beendet. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass zum Beispiel diese Channeling-Botschaften von den dunklen Kabalen selbst in uns hinein befördert wird, dass wir in der Passivität bleiben. Weil wer würde es nicht begrüßen, wenn eine höhere Macht etwas beendet, wozu, wenn wir es machen müssten, viel Mut dazu gehört? Da wird man uns dann gerne zurücklehnen und dann kann sie nie etwas verändern. Die Veränderung muss aus dem Inneren heraus geschehen. Nur aus uns selbst. Ja. Sicher können, wenn man mal so Kind und Eltern vergleicht, sicher helfen auch einem die Eltern, als Kind erwachsen zu werden. Aber es Schlussendlich können nur, wenn man so 16 wäre, dann merkt man es ja auch. Das hat uns alles da nie gepasst. Wir haben uns immer indoktriniert gefühlt dann von unseren Eltern. Dann haben wir mit 16 Ellbogen entwickelt, haben rebelliert und haben unsere eigenen Erfahrungen gesammelt. Da sind wir dann oft auf die Nase gefallen, ja. Aber wie es auch mit schlechten Erfahrungen ist, man lernt was dabei. Und so ist es einfach. Das Leben besteht nicht aus einer rosaroten Brille. Man muss einfach selbst Erfahrungen sammeln, um das Übel verstehen zu lernen, um es dann später auch verhindern zu können. Wie soll der Mensch sich selbst befreien, wenn die dunkle Kabale uns sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben? Ja, das ist eigentlich sogar eine der wichtigsten Fragen für die Menschheit im gesellschaftlichen Sinn, ja. Das ist, was kann man machen, ja? Sich regional zu betätigen. Zum Beispiel, wir vertrauen ja alle immer bei jeder Wahl auf unsere Politiker und die werden es schon machen, ja. Dann sagen sie wieder, wir schaffen das, lassen wir uns sagen. Doch das Wir sagt das ja alles. Das Wir sind wir. Wir müssen auch, dürfen auch nicht die Verantwortung auf unseren Politikern abwälzen.
Da wird sich nie was verändern. Setzt euch selbst regional ein in ökonomischen Angelegenheiten, wie bei der Friedensakademie Linz zum Beispiel das macht. Oder macht Gemeinschaftsgärten, ja. Oder macht selbst, ich will nicht unbedingt sagen Parteien, aber setzt euch auch politisch in eure Region ein. Wenn die Region noch funktioniert und jede Einzelregion dann funktioniert, dann kann die Gesamtregion miteinander kooperieren anfangen. Und das geht auch dann grenzübergreifend. Wenn dann die anderen Länder sehen, schaut's, die haben sich jetzt selbst alle um ihre Regionen gekümmert, alles floriert, Wohlstand, Gesundheit ist da, das wollen die dann nachmachen. Ja? Aber solange wir nicht selbst uns die Hände in die Füße nehmen, ja, und die Verantwortung auf den Politikern abwälzen, wird sich auch nichts ändern. Wir tun auch unseren Politikern damit nichts Gutes, weil wenn wir die Politikern die Verantwortung überlassen, dann sind sie den Lobbyisten ausgesetzt. Die werden entweder erpresst oder gekauft. Ihnen bleibt dann nicht eine dritte Möglichkeit übrig. Und bevor der Politiker dann gedellest wird, wie der Kennedy ermordet, nehmen sie dann lieber das Geld an. Ist da ja ungefähr die Frage erklärt? Ja. Was wollte ich als nächstes fragen? Wie wird der Mensch erwachsen? Wie kann er über sich hinauswachsen? Und wie findet er seinen Platz im Universum? Erwachsen werden wir, wenn wir niemals aufhören, Kind zu sein. Mit offenen Augen alles betrachten, nicht vorteilhaft zu sein, ja? Auf die Natur schauen, nicht einfach alles wegschmeißen, nachhaltige Produkte kaufen. Erwachsen sein bedeutet ja ein mündiges Wesen darzustellen. Und mündig bin ich eben, wenn ich auf meine Ressourcen schaue und auf meinen Nachbarn schaue, auf meinen Nächsten einfach, auf meine Umwelt, auf die Tiere schaue. Ja? Ich finde, das ist einfach erwachsen sein, mündig zu sein. Hört nicht auf, Kind zu sein. Also, liebe Leute, hört nicht auf, Kind zu sein, ihr habt's gehört. Ist ja ein schöner Gedanke, oder? So einfach eigentlich. Das stimmt, ja. Unser Platz im Universum. Wo befindet sich dieser? Im Inneren in uns selbst. Das Universum hat unendlich viele Weiten, ja. Man kann sich die Größe gar nicht vorstellen. Stellen wir uns einmal vor, Zivilisationen von Millionen von Jahren alter Technologiefortschritt. Wo sind wir, wenn man mit uns da vergleicht, ganz weit hinten im Universum? Aber wenn wir unsere innere Mitte wiederfinden und dann das alles passt, wo wir an den vorangegangenen Fragen schon das geklärt haben, dann finden wir uns in uns selbst wieder. Das Universum hat auf jedem Planeten das Zentrum in sich. Das klingt interessant und es ist auch wahrscheinlich so. Alles auf einen bestimmten Platz, an einem Punkt zu koordinieren, ich weiß nicht, ob das gut ist. Da entsteht schon wieder Neid oder Trauer, weil ich nicht so weit bin wie der, den ich da sehe. Ja? Als Vergleich zum Beispiel, wenn man mal schaut, wo ist das Zentrum der Erde. Sagen wir mal, es gibt kein Universum, wo es nicht so ist, aber sagen wir mal so. Dann würde die Frage ja jetzt von dir lauten, wo ist das Zentrum der Erde? Ja? Da hätte ich vor 2015 noch Libyen gesagt. Ja? Wenn man schaut, wie der Gaddafi auf sein Volk geschaut hat, da war Strom Mitte, das war bis Mitte komplett kostenlos, Strom zu einem gewissen Punkt, Verkehrsmittel waren kostenlos. Ja? Wenn man geheiratet hat, hat man 30.000 Euro geschenkt bekommen. Ja? Das ist so eine komplett direkte Demokratie, würde ich mal sagen. Also zu dieser Zeit hätte ich das dahin projiziert. Und wenn wir schauen, dass wir so eine Gesellschaft wieder formen können, dann wissen wir, wo das Zentrum ist, in uns selbst. In jedem Menschen selbst. Das Bewusstsein ist in uns selbst drinnen. Nur das Ego ist auch wichtig. Aber manchmal überschattet das Ego halt unser Sein.
müsste noch etwas zum Abschluss sagen, den Leuten mitgeben, damit sie in ein goldenes Zeitalter leichter finden. Ja, sehr gerne. Also, ich möchte wirklich gern allen Menschen mitgeben, dass sie wieder Menschen werden. Die meisten verhalten sich ja wie Personen, ja. Das sind wieder so Wörter, die was auch wieder nur gewisse Menschen in bestimmten Gruppierungen verstehen. Das Wort Person bedeutet ja eine Maske aufhaben, nicht sich, dass man nicht sich selbst präsentiert, sondern nur das, was den Staat gefällt, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also findet zu eurer Menschlichkeit zurück, werdet ein geistlich-sittliches Wesen. Schmeißt nichts in die Natur rein, kauft nachhaltige Produkte, helft euch gegenseitig, setzt euch in eure Region ein, jammert nicht über die Politiker, nicht dann die Verantwortung auf andere abwälzen. Selbst ein mündiges, menschliches Wesen zu sein. Klingt schwer, ist aber nicht so. Viel schwerer ist es dann, mit den Konsequenzen danach zu leben zu müssen. Ja, lieber Roman, ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Interview. Ich denke, es ist sehr vieles gesagt und ich freue mich auf das nächste Interview. Danke, René, für das sehr interessante und auch wichtige Gespräch. Und auch an die Zuseher, freut mich, dass ihr mit vorbeigeschaut habt. Und einige, was da zuschauen, machen ja eh schon alles, was wir da so eigentlich jetzt an Ratschlägen gegeben haben. Verbreitet vielleicht das Video, die Information von René. Der macht ganz klasse Sachen, wertvolle Sachen für uns alle. Mit tollen Tipps, die ganz einfach zu nachmachen sind. Namaste. Namaste.